Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren beingebrochenen Partie. 7 Days to Die. Alter, würdest du jetzt mal hier? Dankeschön. Warum setzt jetzt hier Special Music ein? Was sagt die Tür hier hinten? Kann ich da durch? Nee, also muss ich vorne raus. Fun Fact, ich laufe. Also hier vorne habe ich alles abgegrast. Kann man das hier? Achso, ist der schwebende Rucksack. Ist auch geil, ne? Auf diese, so reflektiert die Oberfläche. Wenn du aber direkt davor stehst, der reflektiert da gar nichts mehr. Gut, bringt nur Wasserrohre zum Vorschein. Ist jetzt nicht so das, was man unbedingt bräuchte. Die Parts habe ich ja eh durch diesen Raum hier mit dabei, also kann ich sie auch ruhig mitnehmen. So, ab zum Minibike. Und schnell einen Splint herstellen, damit es uns vielleicht ein bisschen besser geht. Ach nee, doch Minibike. So. Also, das kommt jetzt erstmal wieder hier hin. Das wird zerlegt. Das kommt da rein, weil ich das nicht finden werde. Brauche ich ein Drahtwerkzeug? Ja, komm. Nehmen wir mit. Genauso wie den Clawhammer. Auch den Helm. Hab ich irgendwas? Nee. Ich meine, Munition werde ich zwar finden, aber nichtsdestoweniger brauche ich das, glaube ich, nicht in der Tasche. Oh, so viele Dietriche habe ich dabei. Oder ich habe mir so viel Zeit lassen können. Gärungsalkohol, ja, meinetwegen. Papier, komm. Wir können es uns, weiß ich nicht, ob wir es uns erlauben können, aber besser so als nicht. Okay, okay. So, dann bitte wieder ins Midi-Bike. Dankeschön. Was ist denn hier? Das ist, was kann das hier? First click. Move items to fill up existing container. First click. Take items to fill up inventory stacks. Take all. Second click, also create new stacks to take item. Also es ist immer nur, es geht nicht umgekehrt, ne? Ich könnte jetzt nicht sagen, hier, second click, also create new stacks to move items. Move items. Achso, das waren die Tokens. Ah, hä? I don't understand. Heißt das jetzt, ich nehme Second Click? Also für mich wäre das jetzt, ich nehme aus der Kiste oder aus diesem Lager Dinge raus, die ich schon hier im Inventar habe. Oder ist das hier genau umgekehrt? Das heißt, wenn ich hier drauf klicke, dann werden aus dem Inventar Dinge hier rüber geschaufelt, die ich schon hier habe. Gucken wir doch einfach mal. Ich nehme jetzt hiervon die Hälfte rüber. So, drücke ich den. Okay. Machen wir es gleich da nochmal. Nehme die Hälfte hier rüber. Und jetzt drücke ich den. Okay. Okay, verstanden. Dann sind die Pfeile, finde ich, ein bisschen irreführend. Aber vielleicht ist es auch einfach nur mein Kopf. Bräuchte eine 6er Stein, Schaufel, Schweiße, Tisch. Ich behalte sie einfach mal, sicherheitshalber. Den benutzen wir. Jupp. Den Kram tun wir da auch einfach mal rein. Wunderbar. Unser Nachbar kam mal wieder auf die glorreiche Idee, er müsste jetzt hier in einer seltsamen Bohrweise rumbohren. Ich hoffe, ihr hört es nicht so laut. Und wenn ihr es doch hört, dann hoffe ich, es stört euch nicht so sehr. What's up, Chicken? Tut mir so leid, Hühnchen. Aber I need some food. And you're delicious. Sieht seltsam aus. Und ich glaube, wir kriegen noch ein besseres Bild, aber nichtsdestoweniger. Willst du jetzt bitte mal das Hühnchen auseinandernehmen? Dankeschön.
Also ich denke mal, wir kriegen noch was Besseres als diesen Screenshot von einem armen Chicken. Aber falls nicht, haben wir auf jeden Fall einen Screenshot und ein Türknauf. Wup, wup. Ich wollte schon noch mal einen haben. Warum kommt jetzt hier wieder so Gruselmusik? Also hier in diese Frachtcontainer immer noch mal einen Blick reinwerfen. Da gibt es nämlich noch meistens ganz coolen Kram drin. Also ob jetzt hier noch was drin ist, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Das klang jetzt doof. Naja, immerhin. Hier sonst noch irgendwas vielleicht? So. Jetzt sind wir auch wieder ein bisschen flotter unterwegs hier. Mit unseren Füßen. Dank der Schiene. Und ich habe ein bisschen Hunger. Mhm. So, ab zum Minibike. Nochmal den letzten Kram beiseite packen. Nicht aufs Minibike. So, das heißt jetzt hier, das Ding würde ich gerne mampfen. Und zerlegen. Dann kann das weg. Das kann weg. Brauche ich 4 Golden Rod. Die kann ich mir, glaube ich, selber ernten, weil da kann ich ja keine Samen mehr draus machen. Glaube ich, ne? Oder? Probieren wir es nochmal. Rezepte. Ne, braucht man 5 für. Gibt es ja gerade spontan noch einen 5., den ich hier so sehe. Ne, dann. Sorry. You have to go. Ich glaube, hier vorne war noch LED drin, ne? Nee. Irgendwo war doch hier Blei drin. Was ich drin liegen habe lassen, weil ich mir... Ja, dann weiß ich es auch nicht. Dann ist mir egal. Ah, der Nachbar bohrt wieder. Wuhu. So, pack mal das Fleisch da rein. Und hier habe ich noch... Ach, das sind Relais und das hier sind so Verbindungsdinger. Ja, cool. Nett, nett, nett. Dann. Rup. Nee. So, und zwar. Da ist ein Cracker Café und da hinten ist ein Poppenpilz. Dann gehen wir jetzt erstmal ins Cracker Café. Book. Dings. Boink. Ist ja auch schon, ne, hier. Auf die Uhr gucken und so, ist ja auch schon spät. Deswegen fahren wir hier vorne vor. Da hätte ich gerne einmal kurz hier screen a shot. Ja, aber bitte entschuldigen Sie. Was zum Henker soll das hier? Holz, na geil. Holzrahmen. Wie viel kriege ich denn dafür hin? 18. Gut, dann sind die alle weg. Die hier würde ich mir auch nochmal einverleiben. Und da ich weiß, dass das getränketechnisch nicht so gut ist, hauen wir das auch nochmal gegen. So. Da hinten ist ja noch so ein blöder Kackbaum. Das sieht einfach nicht schön aus, wenn ich gleich den Screenshot machen will. Deswegen... kommt das weg und wir haben genügend Woodframes, deswegen machen wir das so. So, die Lampe bitte schön in die Mitte. Okay, this is so beautiful. Wunderbar. So. Dann
Machen wir das hier. Ich habe ja Reparaturkits dabei. Kann ich nicht, weil ich dafür Holz brauche. liegt mein Holz hier noch irgendwo rum? Zufällig? Ja. Ich dachte, dafür brauche ich ein Repair-Kit. Aber gut. Dann. Danke, tschüss. So. Den können wir gleich zerlegen. Bücherregal. Ah, nur Papier, verdammt. Ist da drüben jemand? Nee. Uah. Nimmst du bitte deinen Schritt aus meinem Gesicht? Das gleiche gilt für dich. Wo kommen wir denn da hin? Wenn das ja jeder machen würde. Wo höre ich die denn? Die hier außen? Ja, er. Habe ich schon welche? Ja, komm. Bring immerhin 200. Gut. Die habe ich schon. Okay, okay, okay. Das war irgendwie klar, dass da eigentlich nichts ist. Ich glaube, wenn ich die zerlege, kommt sowieso nur Holz bei raus, ne? Also, wir probieren es mal. Ja, komm. Dann Messing. Ja. Ja, ich weiß. Ich nehme das Papier erstmal mit und schmeiße es dann hinterher über Bord, weil... Ne, dann habe ich das... Ui, cool. Was ist her? Hier, hör, Öl. Rezept für Öl. Lesen wir mal. So, sehr gut. Ist hier eine Tür drin, die ich zumachen kann? Ja, dankeschön. Ja, was zu essen. Sehr nett. Noch ein Getränke-Dingens. Sehr gut. Dann werden wir uns doch hier gleich mal die Dose Lachs einverleiben. Die bringt zwar jetzt nicht so dermaßen viel, aber ist immerhin besser als gar nichts. Mhm. Schön fürs Gespräch. Hier drunter ist nichts. Ist denn dahinter überhaupt irgendwas? Ja. Muffiger Rucksack. Ha. Oh, ein Honig. Auch nicht schlecht. Ach, der Nachbar bohrt wieder lustig rum. Super. Ich glaube, da gehe ich tatsächlich mal von vorne dann rein. Scheint dann die Mülltonne zu stehen. Ich weiß zwar nicht, ob das zweckdienlich ist, dass ich diese Tür immer wieder zumache, aber egal. Sowas, hallo, ich würde den gerne anklicken. Der bringt mir 40. Wenn ich den zerlege, kriege ich Holz bei raus, also kann ich den auch wegschmeißen. Das kann ich mampfen. Das Ding hier kann ich getrost zerlegen, zerlegen. So, da habe ich jetzt mal gut was in der Pipeline. Getränketechnisch, ach komm, hier. Roten Tee kippen wir uns rein. So, sehr schön. Da ist noch jemand wach. Gehen wir ein bisschen aus der Schusslinie hier, obwohl die... Gott sei Dank können die ja nicht schießen, die euren Zombies. Na komm, hier, Pops. Dankeschön, Wiedersehen. Achso, die Pipeline ist voll. Hör's jetzt auf hier. Gut, dass da nichts drin ist.
Ist verschlossen. Noch eine Crack-a-Book-Kiste. Auch die. Dübeln wir uns jetzt mal auf hier. Also, erstmal bitte das hier zerlegen. Und dann, was haben wir hier? Feuerpfeil. Kein Ranger, keine Ranger-Fantasie ist vollständig ohne einen Schauer aus Feuerpfeilen. Fertige Feuerpfeile und Feuerbolzen. Ja gut. Why not, ne? Haben ist besser als rauchen. So, wo ich jetzt aber hin will, ist nicht hier hinten rauf eigentlich, sondern... Achso, hier habe ich ja auch noch nicht durchgeguckt. Na gut, Buckshot schadet ja nicht. Hoffe ich zumindest. Zumindest mir nicht, ne? Wenn andere das in den Kopf kriegen, dann vielleicht schon, aber so. Okay, komme ich jetzt hier an die Kiste ran? Ach, dieser Nachbar geht mir so auf den Nerven. Yo, das trifft sich doch gut hier, komm. Mampfen wir. Und die zerlegen wir. So, dankeschön. Das war dann die Kiste. Ansonsten, die Tür hinten ist verschlossen. Die habe ich durch. Da oben war nichts. Die habe ich auch alle gecleared hier. Sehr schön. Dann gehen wir hier vorne raus. Klingt komisch. Ist aber so. Hieraus hätte ich jetzt gerne ein Klebeband gemacht. Dankeschön. So, noch irgendwas hier. Soll ich mit so viel Baumwollsamen? Gut, da komme ich nicht rein. Aber dann gehen wir hier vorne durch. Wie schön, dass sie hier alle so rumschlafen und sich keiner auch nur im Ansatz bemüht, mal aufzustehen, oder was? Tatsächlich mal ein Buch. Also seht, okay, ich will so ein bisschen den Überblick haben. Das müssten sie dann alle hier drin gewesen sein, scheinbar. Mal kurz hier durchrushen. Damit ich dann nicht von irgendwem hier irgendwo überrascht werde. Deswegen durchrushen. Cool, noch ein Buch. Was? Wo? Wer? Wie? Ich höre irgendwen. Ach da. Autsch. Junge, lass das doch. Das ist doch... Das tut doch nicht Not. Was haben sie denn hier auf dem Klo gekocht? Okay. Nix. Nix. Coole Waschbecken, dankeschön. Oh. Der Reinigungswagen. Ja, Asset. Noch mehr Erste-Hilfe-Tabletten. Was haben wir hier? Schrotflinten. Flintenlaufgeschosse. Diese Geschosse sind wie riesige Kugeln und fliegen viel weiter als grober Schrot. Du kannst Flintenlaufgeschosse fertigen. Dann machen wir doch mal. Also können wir doch mal. Hirsche. Hirsche sind im Überfluss vorhanden und daher als Jagdbeute beliebt. Verursache 10% mehr Schaden an Hirschen. So weit verbreitet sind die jetzt nicht, aber gut. Okay, das pfeifen wir uns hier trotzdem nochmal rein. Und da wir hier auch noch Wasser haben, das bringt ja alles was, was Dings angeht, ne? So. Jetzt.
looten wir uns hier mal den Wolf. Papier. Papier ohne Ende. Ich weiß nicht, was ich mit so viel Papier soll. Oh, der kommt wahrscheinlich draußen lang. Und ich finde auch, die Helmlampe ist mittlerweile echt dunkel. Moment. Optionen, Video. Sichtfeld, nee. Helligkeitsstandard ist aber schon heller. Okay, hier waren wir schon dran, da waren wir schon dran. Ein bisschen sputen muss ich mich tatsächlich, würde ich mal behaupten. Alter, was habe ich denn hier so viel... Scheiße. Also hier nicht übersehen, ne? Diese kleinen Bücherregale, die hier manchmal auch vor Kopf dran sind. Auch da ist explizit was drin. Also wenn wir Papiernot hätten, ne? Kein Thema, geilo. Aber so? Ich will Bücher, ich will Schematics, ich will den geilen Stuff. Und nicht das, was wir nicht brauchen. Warum kriege ich jetzt hier schon wieder böse Gruselmusik? Wo ist es? Da ist es. Das lesen wir gleich mal. Einfach auch, um nicht zu überladen zu sein. Yay, nochmal was, was wir lesen können. Sehr schön. So. Wieder ein Buch zum Lesen. Ich weiß, diese Folge ist eigentlich schon längst vorbei, aber ich möchte gerne mit euch das Bücherregal hier, nein, den Bookstore zu Ende looten. Und dann würde ich, glaube ich, nämlich auch über Nacht hier in der Stadt bleiben. Bücherregal, Bücherregal, Bücherregal. Das ist ja praktisch, dass die dann auch verschwinden, dass man weiß, wo man schon gewesen ist. So, jetzt lesen wir uns doch nochmal wieder hier durch. Was haben wir hier? Wartung. Lerne deine Schläger richtig zu pflegen und er wird dir lange erhalten bleiben. Schläger und Knüppel nutzen sich 20% langsamer ab. Ja, das ist doch geil. Was haben wir hier? Robotik-Geschützturm. Patronen. Verwandle deine Robotik-Geschützturm, in eine provisorische Schrotflinte. Fertige, okay. Was haben wir hier? Edelsteine. Nicht einmal die ungewöhnlichsten Verstecke für wertvollen Schmuck und Edelsteine sind vor dir sicher. Finde beim Plündern 10% mehr Schmuck und wertvolle Edelsteine. Okay. Ich weiß zwar nicht, wofür das nützlich ist, aber jetzt ist es so. So, das haben wir jetzt hier alles abgegrast. Hier nicht. Es wäre irgendwie cool, wenn man da sehen könnte, was schon gelootet wurde und was nicht. Aber das, da muss man einfach auch mal mit dem Mauszeiger drüber gehen. Nee, dann würde ich gerne nämlich über Nacht hier einfach in der Stadt verharren. Aber ohne, dass ihr jetzt die Nacht mit mir da so durch auf einem Hausdach oder was auch immer zubringen müsst. Wenn irgendwas ganz Spektakuläres passiert, dann schalte ich euch natürlich mit dazu. Aber ansonsten, irgendwas hatte ich doch hier gerade da. Durch Lesen des Bauplans kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Lautsprecher. Können wir eine Party feiern. Damit wir dann morgen früh gleich diesen Laden hier zu Ende looten können. So, hier war ich schon nicht überall dran. Meine Fresse. Aber hier hinten, glaube ich, ne? Ja. Habe ich schon, habe ich schon. Yo, yo. Ja, ach, das nicht? Man findet immer irgendwas, was man nicht gelootet hat. Meine Fresse. Den habe ich schon.
Das Ding hier ist die Rückseite von dem anderen. Das habe ich noch nicht. So, sehr cool. Dann sind wir damit durch. Schade, da ist nichts hinter. Was habe ich denn jetzt hier eingesammelt? Habe ich irgendwie gesplittertes Glas? Nee, aber hier so ein Krams. Ja, Papier en masse. Wo führt die Tür hier hin? Gibt es da noch einen hinteren Raum? Ja, gibt es. Das ist irgendein Lager. Wir haben auch immer noch keine fiese Spitzhacke, ne? Keine Stahlspitzhacke. Da geht für die Tür hin. Und dann wahrscheinlich auch die Tür. Moment. Okay. Da sitzt ein toter Zombie. Da ist ein Vogelnest. Was ist hier los, Kinas? So, da oben drauf ist nichts Spannendes. Okay, da ist auch nichts drin. Aha. Aber hier drunter ist noch was Spannendes. Komme ich da so ran irgendwie so? Ja, vielleicht. Da. Ja, toll, zwei Kaffee. Ich wusste doch, das muss noch Plöng machen. So, was ist denn hier drin? Nix. Dann ist hier noch L Leiche. Ein cooles Lager. Aber zum einen, damit ich hier nicht die Nacht aus Versehen reinfalle. Und zum zweiten, damit da die Nacht nicht aus Versehen irgendjemand rauskommt, der da gar nicht raus soll. Hier ist die Leiter. Wir machen einfach mal so und ich verabschiede mich jetzt hier von euch. Werde hier sicherheitshalber nochmal eine gesicherte Aufbewahrungskiste machen, wenn ich den Holz hätte. Wie viel brauche ich dafür? 10. Weiß nicht, wie viel ich hier rauskriege, aber 4. Okay. So vielleicht. Na, 1 zu viel. Naja, egal. So. Dann machen wir uns jetzt also eine nette Kiste. Die werde ich auch hier außen dran bringen, anbringen. So. Wo ich dann sowas reinpacke wie die Tonnen an Papier. Die würde ich ungern mitnehmen wollen. Die nerdige Brille. Küt weg. Das hier wird als Klebeband rezeptuiert. Habe ich Hunger? Nee, geht. Hier das Nadel- und Fadendings könnte ich erstmal hier lassen. Das Holz. Und dann schauen wir mal. Ja, ich werde jetzt mal hier oben die Nacht verbringen. Und dann schauen wir mal, wohin uns das bringt. Und wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns hier alle gesund und munter in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi.